Leute, alles Bing! Dennis wieder am Start hier mit richtig geiler Action-Kost. Dodonpachi Resurrection von Cave. Bullet Hell Action at its best. Richtig, richtig guter Shit. Wenn ihr Bock habt, euch ficken zu lassen von vielen Kugeln, die euch das Leben schwer machen, das ist euer Game. Eins von vielen. Es sei denn, man geht hin und spielt wie ich jetzt gleich den Novice-Modus. Da geht es ein bisschen gemächlicher zu. Die anderen Modi haben es definitiv eher in sich, außer der RNG-Mode. Der ist etwas anders. Das ist ein. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ein geiler Bonus-Mode, wo man die Level einzeln spielen kann. Aber da gehe ich vielleicht irgendwann nochmal drauf ein. Black Label auch recht schwer. Aber wir bleiben erstmal hier im Novice-Mode, weil ich will euch ein bisschen mehr zeigen. Maybe sogar den Second Loop, wo man hingeht und das Game halt nochmal durchspielt, nachdem man es durchgespielt hat. This game is for use in all countries except in Japan. Ja, das hat sogar Gründe. Das Game ist damals rausgekommen in Japan, November 2010. Allerdings mit einem Region-Lock. Das heißt, dass ihr das Game nicht auf euren stationären Konsolen hier spielen konntet. Heißt, keine PAL, keine NTSCU etc. Version. Richtig ärgerlich. Aber nicht schlimm. Rising Star hat uns das Game gegeben und ein Jahr später veröffentlicht und das Ganze für einen Low-Budget-Preis inklusive Soundtrack für 30 Tacken. Also, wenn das nicht genial ist, weiß ich auch nicht. Und das Game kostet jetzt gerade irgendwas mit einem 10er oder so. Also Leute, geht mal hin, kauft das Game, definitiv, solltet ihr euch antun. Ich geh mal kurz hin, check nochmal kurz die Options, ich glaube, ich habe schon was eingestellt. Jo, 5 Leben, steht normal auf 3, wir bleiben bei 5. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich das sonst nicht weiter erreiche, weil ich will euch ein bisschen mehr zeigen und die Spiele sind schwerer, wenn ihr dazu labert. Es ist ridiculous fucking hard, das ist echt scheißen schwer. Extends alle 20 Millionen Punkte. Sure, kein Ding. Sind es 20 Millionen? Keine Ahnung, sind so viele Nullen, ich zähle jetzt nicht. Könnt ihr gerne tun. Ja, wir scheißen auf Achievements. Fick die Dinger. Ich scheiße da sowas von drauf. Zumindest jetzt gerade. Ich glaube, ich werde eh keine holen. Okay, 3 Schiffe hier. Wir haben einmal den Standard, oder was heißt Standard? Schnellen. Das ist der mittelschnelle, der hat einen etwas breiteren Schuss und den Heavy Lahmarsch, der richtig reinhaut, aber mir wirklich zu lahmarschig ist. Ich bleib bei dem Mittelstück. The Middle Piece. It will be the Middle Piece. Bomb-Style, starke Bomben. Ich werf keine Bomben, ich überlasse es den Autobombs. Power-Style, man kann zwischen zwei Stilen wählen, hat nur Autobombs, die man aber auch einsammeln muss. Nee, danke. Ich nehme einen Strong-Style. Verbindung aus beidem ist in meinen Augen das Beste. Definitiv. Und wir gehen jetzt hin und geben uns richtig, richtig gute Bullet Hell Action. Wie ihr seht, ist das direkt schon herrlich, was mein Schuss hier anrichten kann und über den Bildschirm wischt. Man nimmt direkt fast den ganzen Bildschirm ein. Man sollte meinen, dass das Game einfach macht. Nein, macht es definitiv nicht einfacher. Kann ich euch sagen. Oh ja, die habe ich noch gekriegt. Nice. Und wird es das? Wird es der Second Loop? Schauen wir. Ja, na bitte. Okay. Die Bienen, die ihr gerade gesehen habt. Gott, das hat jetzt echt lange gedauert. Ey. Ich weiß nicht, wie der wievielte Versuch das hier gerade ist, ne? Die Bienen, die man am Anfang sah, die wechseln zwischen grün und orange und dann nochmal in weiß. Für einen ganz kurzen Moment der Zeit wechseln die Farbe. Und grüne bringen etwas, um euer Power Meter, euer Hyper Meter aufzufüllen. Dann gehe ich gleich beim Endgegner drauf ein. Die gelben bringen Bonuspunkte, orangen, und wenn die weiß sind,
so wie da, dann gibt das super viele Bonuspunkte und füllt euren Hyper zusätzlich auf. Das ist nämlich das, was ihr unbedingt machen wollt. Ihr wollt hingehen und so viele Punkte und so viel Hyper-Power wie möglich abstauben, damit ihr dann hingehen könnt und dann sowas machen könnt. Am besten, wenn natürlich viele Kugeln da sind, könnt ihr die canceln. Wenn dann Laser kommen, solltet ihr auf jeden Fall gegen die Laser schießen, weil ihr könnt die damit kontern. Das heißt, ihr geht hin, ihr fangt einfach an ganz normal zu schießen, immer wieder drauf zu drücken. Also ich bin kein Fan von Autofeuer. Ihr könnt halt mit RT, ist es auf normalen Controllern. Ich spiele halt wieder mit meinem Mad Cats weichen Digi-Kreuz Street Fighter Pad. Könnt ihr halt hingehen und Dauerfeuer auf RT haben, aber ich drücke einfach immer wieder A zum schnellen Schießen, bei ihm halt für diesen Streuschuss, und lasse ihn gedrückt, um dann den Laser hier rauszuzaubern. Das ist in meinen Augen die beste Möglichkeit. Und da wurde ich gerade das erste Mal getroffen, richtig ärgerlich. Und wie ihr gesehen habt, Autobomb. Ich brauchte nichts drücken, die Bombe ist von alleine geflogen. Ist sehr praktisch. Und da ist die zweite schon geflogen, oh Gott. Ja, wie gesagt, es ist nicht leicht hinzugehen, die Games zu spielen und auch dabei zu labern. Das ist echt nicht einfach. Übrigens, das mit dem Hyper, um die Bullets hier zu canceln, ist zwar eine leichte Möglichkeit, also es hört sich leicht an, dass man permanent hingehen kann, ja, Leiste voll und einfach canceln, eher weniger, weil ihr habt oben eine Anzeige, ich weiß gar nicht, wo sie genau ist, auf jeden Fall gibt es ein Level-System von dem Hyper. Je öfter ihr den benutzt, der fängt bei 0 an und gibt es 5, und je öfter ihr den benutzt, wird der schwächer. Das heißt, ihr habt dann leider irgendwann gegen Ende des Spiels verschissen, wenn dann nämlich richtig viele Dings kommen, richtig viele Schüsse, und ihr die canceln wollt. Das geht dann weniger. Deswegen versucht es euch aufzuheben. Ich versuche es mir auf jeden Fall aufzuheben für die späteren Level, wo es eben halt schwerer wird, sodass ich da halt mehr canceln kann. Ja, yeah, und da kriege ich wieder Bomben zurück. Das ist gut. Das ist gut. Immer fleißig Bienen einsammeln für Hyper und dergleichen. Aber den Hyper eben nicht zu oft gebrauchen, weil sonst verscheißt ihr irgendwann später. Ich versuche jetzt hier. Ah, verdammt! Mal durchzukommen und den Endgegner ohne eine Autobomb zu machen. Nein, und ich stand scheiße. Verdammt. Oh, nur noch eine Bombe im Autobomb-Reservoir. Nicht gut. Das ist nicht gut. Die Laser, die auf einen schießen, kann man canceln. Kann man nicht canceln, kann man blocken. Und ihr seht vielleicht auch oben, ist schon aufgefallen hier, da in diesem Bereich da, die Hit-Combo. Das ist, wenn ihr mehrere Gegner hintereinander wegballert oder eben halt auf den Endgegner mit Laser draufhaltet. Das befördert euren Punktestand ins Unermessliche. Ist eine echt gute Sache, um dann halt zusätzliche Extents, zusätzliche Leben zu bekommen. Ist auf jeden Fall vonnöten. Ah, Dodonpachi. Lustiger Scheiß. Ich habe mich immer gefragt, was der Name eigentlich heißt. Ich habe da nochmal nachgeschaut und es heißt Angry Leader B Grave Resurrection. Sehr, sehr cooler Name. Und das mit den Bienen hat, wie gesagt, halt auf jeden Fall seine Berechtigung. Ihr seht schon, hier in Level 3 geht es auf jeden Fall um einiges mehr ab, selbst im Novice Mode. Und dann geh jetzt einfach mal hin und setz den Hyper rein. Ist scheißegal.
Das ist aber wirklich, wirklich ein Ticken schwieriger, dieses Game echt zocken zu labern. Ah, die brauche ich. Oh, oh, durch! Yeah! Das ist der Grund, warum ich diese Spiele mag. Dieses Durchwuscheln. Übrigens, Gegner können euch nichts anhaben, wenn ihr auf sie einschießt. Wenn ihr auf sie einschießt. Natürlich können die Gegner euch nichts anhaben, wenn ihr auf sie einschießt, solange sie dazu platzen. Nein, wenn ihr hingeht und Gegner berührt. Nein. Anders als in anderen Spielen sind Gegner nicht tödlich für euch. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das heißt, ihr könntet jetzt hier auch stumpf in die Gegner reinfliegen, was ich allerdings nicht machen möchte, weil mich das aus meinem Flow rausbringt. Und hier reinfliegen. Was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist immer fleißig die Bienen einsammeln. Die sind wichtig. Die geben Punkte, die geben Energie. Und auf jeden Fall immer versuchen auszuweichen. Es geht schon auf jeden Fall einiges mehr ab. Ein Leben mehr, das nehmen wir direkt mit. Das werde ich definitiv noch gebrauchen. Weil sollten wir halt den Second Loop schaffen, oder in den Second Loop reinkommen, werden wir jedes Leben, jedes Extend, jede Bombe brauchen, um gegen die Mädels hier. Übrigens ja, alle Endgegner sind Mädels. Roboter-Mädels. Ich meine, die waren vorher in Daigoju. Der dritte Teil waren die Endgegner. Sieht einfach herrlich aus. Dieses Blau, dieses Pink. Zieht es euch rein, was hier einfach abgeht. Das ist zu schön, ey. Nein! Wahrscheinlich, ich darf nicht nochmal getroffen werden. Übrigens, die Leute, die die Videos vorher schon gesehen haben von mir, mit Ikaruga etc., wissen, ich nehme immer zum Ziel, weniger als oder unter 5 Continues zu bleiben, oder maximal 5 Continues zu verbrauchen. Diesmal werde ich es so machen, dass ich einfach kein Continue verwende. Ist das nicht eine Steigerung, Leute, Alter? Das ist die Mega-Steigerung. Kein Continue. Dafür jede Menge Bomben, jede Menge Leben. Einsammeln, was geht. Immerhin her damit. Ich bin auch gleich schon vor meinem nächsten Extra-Leben, aber ich weiß gar nicht, ob das angezeigt werden kann. Ich glaube, man kann nur 5 haben insgesamt. Ah ja, die sind cool. Wenn ihr die so abschießt, ohne den Laser dagegen zu halten. Da sollte man den Laser gegenhalten. Dann, ja, platzt das so richtig schön. Zack. Schande ist eben, ich habe gar keine Zeit, auf die genialen Gegner zu achten. Popcorn-Gegner, yay! Popcorn-Gegner, weil der Platz war einfach mal hier. Zack, 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 zack. Oh ja, jetzt wird's kritisch. Nice! Ich hab mich schon wieder eine Bombe verlieren sehen. Da kommt der nächste Gegner. Übrigens, dieses Verschwimmen immer. Das ist jetzt extra, das kommt nicht, wenn ihr das Spiel, verdammt, einfach so, oh yeah, einfach so spielt. Ihr müsst den Second Loop haben, oder die Bedingung für den Second Loop erfüllt haben, damit die Gegner, oh, jetzt ist aber gut hier. Ich weiß nicht, wo ich erzählen wollte, damit die Gegner
anders, andere Formationen, andere Muster mit sich bringen. Müsst ihr im ersten Level halt hingehen, alle Bienen eingesammelt haben, die Container halt davor zerstört haben und ja. Ich habe eben mehrfach nochmal probiert, es hinzubekommen, um es euch zu zeigen. Jetzt eben hat es endlich funktioniert. Ich wollte die Hoffnung schon aufgeben, das Game auf ein andermal verschieben, aber. Zack, zack, yeah! Die Ruckler sind übrigens gewollt in diesem Game. Eigentlich in allen Shoot'em-ups. Immer wenn es ruckelt, immer eine gute Sache. Immer eine gute Sache, weil das gibt euch dieses. Oh, fuck, mein erstes Leben! Das gibt euch das Momentum, ausweichen zu können. Viele meinen, oh nein, das Game laggt, was für ein Scheiß. Nein, Leute, das ist pure Absicht, das ist Skill-Unterstützung. Das, so gibt euch das Game einfach die Möglichkeit, um gewisse schwierige Situationen zu meistern. Der war echt riskant geflogen und da habe ich den Laser losgelassen, habt ihr es gesehen? Wo ich direkt von der Seite weggepresst. Meine Bombe hat mich zum Glück beschützt, aber ärgerlich. Yeah. Zack. Yeah, Maximum Bomben. Korrekte Kacke. Okay, was ist das? Level 4, ne? Level 4 schon. Okay, Schule gehen so schnell, ne? Ja, dabei ist es auch immer wieder hart, sich darauf zu konzentrieren, diese gute halbe Stunde oder so in den 5 Leveln Konzentration zu beweisen und da durchzukommen. Ah, einfach nicht getroffen zu werden. Nein, Mann! Ich lasse mich hier auch wirklich durcheinander bringen, ey. Komm, wir setzen jetzt gleich nochmal einen Hyper ein, oder? Setzen wir einen Hyper ein? Ja, wir setzen nochmal einen Hyper ein. Ah, und es bringt mir gar nichts. Und der Hyper wurde gecancelt. Shit. Yeah! Ich frag mich, wie man drauf kommt, dass man Roboter-Mädels als Endgegner hier reinbringt. Yay! Ich leiste hier gerade keine Glanzparade. Ich bin aber immer noch gut dabei mit 5 Leben. Immer noch. Ist gut. Kann ich mit leben. Im wahrsten Sinne. Aber Skill ist das hier mal wieder gar nicht. Ich will euch ja einfach nur was von dem Game zeigen. Deswegen gibt genug andere Leute, die super Plays von dem Game haben. Dürft ihr euch auch gerne reinziehen, wie die Leute das hier durchspielen. Kumpel aus Hamburg, Dustin Moinsen, falls du das hier siehst, ne? Ich leiste mal wieder keine große Nummer hier ab, ey. Vor allem jetzt um Level 5. Das ist echt hart, das wird richtig, richtig knifflig. Dustin ist hier in dem Game echt gut. Ich hab ein paar von seinen Replays auf der Konsole und ich kann sagen, der Junge. Fan-Respekt, Mann! Fan-Respekt! Ich wünschte, ich wäre auch noch ansatzweise so gut, ey. Muss das Game auch einfach. Nein, das war zu. Einfach mal wieder öfter spielen. Ah! Ah! So ein Anfängerfehler! Seht ihr das? Hingegangen, mitten im Laser gechillt und dann einfach den Laser losgelassen, Leben verloren im Gegner. Ja, okay, Leute, die Gegner können euch doch töten. Zumindest da gerade. Meistens ist es. Ich wollte gerade demonstrieren. Meistens ist es auch ganz klug, einfach mal nichts zu tun. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit, wie man durch gewisse Situationen durchkommt. Richtig, richtig, Dennis. Richtig. So nicht. Das war ja falsch. Aber ja. Ich
Ich muss ja echt sagen, ich mag Bullet Hell Shooter. Ohne Scheiß. Ich bin auch nicht wirklich gut in Shoot'em-ups. Wie gesagt, es gibt immer Leute, die immer besser sind, aber mir macht das große Freude, durch die Games durchzugehen, sich dran zu probieren, Highscores aufzustellen, einfach an sich zu arbeiten, weil das so, bei solchen Games zählen einfach nur Können. So, man kann es oder man kann es eben nicht. Und die sind einfach hart. Das Gameplay ist gut, es ist leicht zu verstehen. Man kommt leicht rein. Die Dinger sind schwer zu meistern. Es ist halt auch viel auswendig lernen. Und gewisse Situationen versuchen abzuwägen und abzuschätzen. Das ist auch eine der schwersten Sachen hier im ganzen Game. Ah, und ich fliege in die Dinger rein, ey. Vielleicht gehe ich demnächst doch einfach mal hin und übe vor dem Spiel nochmal richtig. Und ich cheat. Ich gehe hin und nehme die Videos vorher auf und kommentiere sie nachher. Wäre das was, würdet ihr sowas lieber sehen wollen? Hingehen, wie ich einen guten Play mache, mich auf mich konzentrieren kann und das dann nachträglich kommentiere. Wäre auch, also wäre halt nur kein Let's Play, wäre halt dann eher ein. Oh, yeah, Hyper! Hyper! Fuck yeah! Der muss doch eigentlich mal gebracht werden, oder? Hyper! Oh, was? Korrekt! Leckt mich am Arsch, die nehme ich noch mit. Ich brauche die. Ich brauche jede Biene, die ich kriegen kann. Denn am Ende zählen nur die Bienen. Die Angry Bee. Ah. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, mir beim Sterben zu sehen, wie es mir Spaß macht, hier zu sterben und mich über mich selber aufzurichten. Und ich dann beschissen. Macht Spaß. Ja. Okay, da ist die nächste Bombe, wusste ich's doch. Aber der Level gehe ich auf jeden Fall mal einen Ticken länger. Und es ist auch super toll, wie man geteased wird mit der Bombe. man will sie einsammeln, wird aber auf jeden Fall nochmal getroffen, sodass es sich eigentlich nicht wirklich lohnt, sie einzusetzen. Das ist immer wieder herrlich, so, weil man sich überwiegend zum Schutz unten bewegt, halt hier in diesem Bereich, aber ungefähr hier mittig sein muss, um Items und dergleichen einzusammeln. Du bist gezwungen, riskant zu spielen. Ist auch mal richtig. Ach. Richtig gut, damit man die Leute so ein bisschen aus ihrer Defensive rausholt, ein bisschen mutiger werden lässt. Zack. Yeah, extende. Schick, das sieht doch alles gut aus. Zumindest von dem Leben her. Nicht vom Score, nicht von meinem Können hier, aber von dem Leben her. Das sieht gut aus. Ich liebe diese kleinen Ruckler, ich liebe es, wie die Laser sich dann in die Bonuspunkte verwandeln. Das macht auch süchtig, die Punkte einzusammeln. Auch wenn man weiß, man geht eher drauf, als dass sie einem was bringen. Aber das macht den ja Reiz aus, wie gesagt halt. Ihr versucht immer riskanter zu spielen, um die Sachen einzusammeln, und dann merkt ihr, wenn das klappt, dann macht das richtig Laune. Zack, komm schon. Ah, verdammt, ich wollte es in Weiß mitnehmen. Weil es einfach mehr Punkte gibt. So, Level 5 Boss. Ist man hier gleich durch mit dem ersten Buch, und ich hoffe, nein, dass man auch noch in den zweiten kommt. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob ich genug
Bienen eingesammelt habe und ich gehe hier hin und setze jetzt den Hyper nochmal ein, ist mir scheißegal, fick dich. Nur den unzerstörbaren Gegenständen. Und vielleicht seht ihr es schon, es ist immer schwerer, die Schüsse zu canceln. Die kommen immer mehr durch, so dass ihr irgendwann die Schüsse gar nicht mehr canceln könnt. Und das wird gleich im zweiten Loop, wenn ich da hinkomme, richtig, richtig mies und fies. Die sind auch richtig mies und fies. Die explodieren nämlich einfach mal und streuen einem noch so hier die Bullets entgegen. Und das ist auch toll. Feuerbälle, die einem das Leben schon mal. Nicht nur Plasma. Nein, es darf auch ordinäres, einfaches Feuer sein, als wird sie mit Magie um sich schießen. Komm schon, die sind gleich durch, Madame. Oh. Ja, und die ist Geschichte. Komm schon. Geschichte. Nice. So, jetzt wird sich gleich herausstellen, ob man es geschafft hat. Ich habe auf jeden Fall genug Leben. Das ist schon mal schick. Das ist schon mal recht cool. Ah ja, das würde mich echt mal interessieren. Leute, sollte ich hingehen und die Games mal zum nett ansehen, vorspielen, nachkommentieren? Oder soll ich wie jetzt hier hingehen und mich drüber aufregen, was wahrscheinlich um einiges witziger für euch ist zum Ansehen, wie ich einfach verkacke und lose? Das würde mich interessieren, ey. So, weg damit, ja. So, was sagen sie uns jetzt? Darf ich den Second Loop machen? Darf ich euch mehr von dem Game zeigen? Boah, sagt mir das Game, nee, danke. Das war genug. Hat sich erledigt, Dennis. Geh nach Hause, du bist beschissen gewesen. A job well done, you perform magnificent. New order. Okay, your work ends here, you may return unless you wish to. Hey, Machine Hordes. Yes, I will. Definitely. Und ich würde sagen, da sehen wir uns dann, wenn dann gleich, irgendwann später in dem zweiten Part weiter. Und, yeah.